Smartphone, Smart TV und Smart Home. Hast du dich auch an so manche smarte Lösung in deinem Alltag gewöhnt? Also ich bin technikbegeistert und probiere auch gerne etwas Neues aus, vor allem wenn es mein Leben komfortabler macht und mir Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben schenkt. Und deshalb präsentiere ich dir heute in diesem Video meine Top 10 an smarten Funktionen und Eigenschaften von Wäschepflegegeräten. Mal ganz ehrlich, wie dosierst du denn dein Waschmittel so? Beachtest du ganz genau die Angaben auf der Rückseite des Etiketts oder dosierst du locker aus dem Handgelenk? Hat die Waschmaschine aber ein automatisches Dosiersystem, dann sparst du dir dieses Prozedere und musst dir darüber keine Gedanken mehr machen. Diese Waschmaschine zum Beispiel erkennt die Wäsche in der Trommel, wie viel sie wiegt und wie verschmutzt sie ist, und dosiert daraufhin milliliter-genau Waschmittel und bei Bedarf Weichspüler. Und ich? Ich befülle die Tanks nur alle 20 Wäschen mit neuem Waschmittel und Weichspüler, spare mir dadurch wertvolle Zeit, mache mir keine unnötigen Gedanken über die richtige Dosierung und kann mich einfach auf ausgezeichnete Fleckenentfernung und Frische verlassen. Wenn du das jetzt bereits super fandest, dann wird dir sicher auch die Waschmittel-Scan-Funktion gefallen. Mit der Home Connect App, die kannst du einfach runterladen, scanne ich den Barcode des Flüssigwaschmittels oder Weichspülers und die Einstellungen für Wasserhärte und Verschmutzungsgrad werden automatisch an die Waschmaschine gesendet. Und das automatische Dosiersystem eidos verwendet so bei jedem Waschgang die optimale Waschmittelmenge. Und wo wir gerade über die App sprechen, mit der App kannst du zusätzliche Programme für deine Waschmaschine oder deinen Trockner downloaden. Zum Beispiel zum Waschen und anschließenden Imprägnieren von Funktionsbekleidung oder dem schonenden Waschen von Sportschuhen. Die App teilt dir dabei auch personalisierte Tipps mit. Zum Beispiel erinnert sie sich daran, wenn dein Waschmittel sich dem Ende zuneigt. Und so richtig komfortabel wird es dann mit Intelligent Dry. Diese Funktion ermöglicht nämlich die Kommunikation zwischen Waschmaschine und Wäschetrockner. Deine vernetzte Siemens Waschmaschine sendet per Home Connect App alle relevanten Informationen, wie zum Beispiel Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trockner. Bügelst du gern? Soll es ja geben. Und ich beneide diese Menschen, aber bei mir wird das, glaube ich, nichts mehr. Meine Schwachstelle bügelt dafür meine Waschmaschine aus. Denn es gibt Programme, die dir dabei helfen, weniger bügeln zu müssen. Zum Beispiel Smart Finish. Das entfernt Knitterfalten innerhalb von nur 20 Minuten mit sanftem Dampf um bis zu 50%. Ein weiterer echter Trocknerhack ist übrigens der Wollekorb. Den platziere ich einfach in der Trommel und bestücke ihn mit anspruchsvollen Textilien aus Wolle, Schuhen oder anderen liebgewonnenen Passagieren. So werden selbst sensibelste Objekte und Kleidungsstücke kompromisslos und schonend getrocknet und obendrauf prallen deine Turnschuhe auch nicht mehr an die Trommelwand. Der Wollekorb ist übrigens als Zubehörartikel erhältlich und weitere Informationen findest du hier unten in der Videobeschreibung. Eine Nachlegefunktion spielt mir total in die Karten. Wie oft vergesse ich mal eine Socke oder auch größere Wäschestücke wie ein T-Shirt? Und das kann ich dann sogar noch nach Programmstart schnell in die Waschmaschine legen. Wusstest du, dass sich große Wäschestücke wie Decken oder Laken ineinander verschlingen, wenn sich die Trommel nur in eine Richtung dreht? Dank des Bettwäscheprogramms und der reversierenden Trommel ist das allerdings kein Problem mehr. Bei meinem Trockner öffnet sich das Bullauge nach rechts. Das ergibt hier total Sinn, weil links daneben meine Waschmaschine steht und ich so die nasse Wäsche ganz leicht von A nach B bekomme. Super praktisch ist, dass du den Türanschlag ganz unkompliziert an deine persönliche Raumsituation anpassen kannst. Hilfreich solltest du mal umziehen oder dich entscheiden, deine Waschmaschine und Trockner übereinander zu positionieren. Machst du dir auch häufig Gedanken darüber, ob es sinnvoll ist, den Trockner zu starten, wenn man zum Beispiel nur ein paar Kleidungsstücke trocknen will? Mit der Option halbe Beladung kannst du den Trockner bedenkenlos starten, gerade wenn er mal nicht voll beladen ist.
Und hier gibt es die Option Miniload. Dank Miniload kannst du bis zu 70% Zeit und 40% Energie sparen, wenn man mal ein einzelnes oder gerade erst gekauftes Kleidungsstück vor dem ersten Tragen waschen möchte. Du wählst die Option einfach zu dem Programm, das am besten zu deinem Kleidungsstück passt, hinzu und sparst so Zeit, Wasser und Energie. Und das war sie schon, meine Top 10. Welche smarten Funktionen würden das Wäschewaschen und Trocknen für dich angenehmer machen? Was darf bei einem neuen Gerät für dich auf keinen Fall fehlen? Schreib es mir gerne hier unten in die Kommentare. Und wenn du dich fragst, welche Waschmaschine und welcher Trockner hier bei mir stehen, dann empfehle ich dir diese beiden Videos. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.